Willkommen in der Steakfest. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister, und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller. Und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, komm vorbei. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung mit Charme und Schürze. Heute haben wir zu Gast die Martina Frigin. Hallo, viele Hallo. Kennen sie vielleicht von euch. Hallo. Ich begrüße dich. Hallo. Wir kochen heute zusammen. Schön. Kochen allgemein für dich. Kochst du gerne? Ja, ich koche sehr gerne. Und viel? Leider nicht mehr so viel. Erstens, weil ich zu wenig Zeit habe. Und zweitens, ich bin jetzt mit meinem lieben Mann 13 Jahre zusammen. Ja. Und der kocht auch, ist leidenschaftlicher Angler und meistens kocht er jetzt. Angler? Angler, ganz viel Fisch. Und dann wird auch der Fisch verarbeitet? Ja, auf jeden Fall. Machen wir auch bald. Da sind wir auch dabei. Ja. Schön, wir machen aber heute was relativ Einfaches. Wir möchten heute mal eine Suppe machen. Und zwar eine Erbsensuppe mit Kokos, mit Ingwer. Man könnte jetzt sagen, es ist asiatisch angehaucht, nur weil halt Ingwer und Kokos drin ist. Aber es ist halt einfach für den Geschmack. Es hebt so ein bisschen hervor. Es ist eine Frische drin. Und dazu gibt es kleine Käsebrote irgendwie, die halt überbacken werden, mit denen wir auch gleich anfangen werden, weil die werden wir in den Ofen schieben. Mhm. Und nebenher werden wir praktisch die Suppe kochen und ein bisschen erzählen und reden über das, was du so machst, was du so bist und wo dein Herzblut schlägt. Du bist Geschäftsführerin von KKF. Eine Klimafirma sozusagen. Klima, auch ein Thema, das wir nochmal anschneiden werden. Okay. Wie lange machst du das Ganze schon? Also ja, diese Woche habe ich Jubiläum. Bin 30 Jahre, am 4. März, 30 Jahre Geschäftsführerin. 30 Jahre? Wahnsinn, ne? In diesem Wochenende? Oder am Montag war das, am 4. März. Also es war schon? Am 4. März. Beglückwünsche dich dazu. Vielen Dank. Das ist, denke ich mal, als Geschäftsführerin auch ein knochenharter Job irgendwie, wo man, glaube ich, eine ganze Menge Entbehrungen hat, aber auch eine ganze Menge vom Kopf her und vom Herz her irgendwie geben muss und das Privatleben vielleicht auch manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ja. Aber du hast auch noch ein anderes Hobby, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, was ich sehr interessant finde und wir sind deswegen auch Nachbarn irgendwie, dazu später mehr. Wir werden einfach mal anfangen ein bisschen. Ich werde das Brot schneiden und wenn du magst, würde ich dir sagen, du streichst so ein bisschen mit Knoblauchbutter und mit Parmesan. Du darfst auch gerne übertreiben. Okay. Also es soll ja im Grunde genommen... Das ist gut. Ja, ja. Beim Kochen, sage ich mal, wer hat da die Hosen bei euch an zu Hause? Also ich weiß jetzt nicht, ich bin so ein Beilagenesser auch und ich mache ein Beilagenesser. Ich wähle im Restaurant meine Gerichte immer nach den Beilagen aus, komischerweise. Ach, verrückt. Ja, mache ich schon immer. Und irgendwie koche ich jetzt immer die Beilagen, weil mein Mann, wie gesagt, wir essen ganz viel Fisch. Mein Mann macht immer den Fisch und ich mache dann Risotto oder Kartoffelsalat oder tolles Püree. Okay. Das mache ich meistens. Wir teilen uns, wir kochen auch viel zusammen und eigentlich, von daher würde ich sagen, hat er die Hosen an. Er fragt mich zwar immer, was wollen wir essen? Jeden Tag ruft er mich an und fragt mich, was wollen wir heute Abend essen? Und dann sage ich immer, ja, entweder habe ich was oder sage ich, mach dir Gedanken. Beilagen, sag mal, was ist deine Beilage? Meine Beilage, kann ich dir sagen, ich bin Nudelesser. Ich esse wunderbar. Okay, Pasta. Also ganz gern Pasta, ja. Ganz gern Pasta, aber auch Risotto. Bin seit einigen Jahren jetzt auf dem Trip, Risotto zu machen. Fenchel-Risotto ist mein, mache ich ganz, ganz gerne. Und zum Fisch natürlich.
Wunderbar, ja. Ah, Fench ist aber auch nicht jedermanns Sache, ne? Ist eins meiner Lieblingsgerichte geworden, ja. Okay, und welcher Fisch? Ja. Fisch, am liebsten Dorsch, am liebsten Dorsch oder Kabeljau, ne, sagt man ja hier. Und ja, ansonsten, Wilfried fährt jetzt im Mai wieder nach Norwegen zum Angeln. Oh, so und dann angeln. Bringt also der so Pollack, richtig? Ja, dann bringt der Pollack und solche Sachen mit. Also ich hätte gern heute was mitgebracht, aber vielleicht bei einem nächsten Mal, wer weiß. Ne? Sehr gerne, und wenn du die Sendung jetzt weiterschaust oder wenn ihr sie dann schaut, wir werden in einer der nächsten Sendungen tatsächlich auch Risotto kochen. Ach ja. Und auch Zander, weil das ist so mein Lieblingsfisch, irgendwie in allen möglichen Varianten. Ich liebe diesen Fisch. Natürlich gibt es ganz viele andere. Aber dieses Selbstangeln und dann auch noch verarbeiten, ein Traum, habe ich selber auch mal gemacht in Norwegen. Und das ist ja wirklich, und da kann man ja auch wirklich schöne Fische fangen. So, okay, ich fang also an, du kannst ruhig übertreiben. Ja, also mach ruhig ordentlich Knoblauchbutter drauf, dann Parmesan gerne mit Bärchen, damit es nachher backen kann. Wir werden im Grunde genommen schon nebenher so ein bisschen anfangen mit der Erbsensuppe. Wir werden das Ganze anbraten mit Zwiebeln, ein bisschen Lauch. Dann kommen die Erbsen hinzu. Wir fangen einfach mal an. Ich mache das einfach mal. Dann müssen wir es den Leuten nicht erzählen, sondern zeigen. So, Klima. Darf ich dich dazu fragen? Natürlich. Ist gern. Ja, sage ich mal, so ein Thema gerade. Wenn ihr mit Klimatechnik zu, arbeitet, mit Kältetechnik wahrscheinlich. Ja. Ne? Das ist ja auch beides. Ja. Habt ihr da momentan... mit zu tun, dass vieles erneuert werden muss, vieles umgebaut werden muss aufgrund des Klimawandels und der ganzen neuen Energie? Auf jeden Fall. Also, es ist so, dass wir in Bad Bramstedt, also wir haben zwei Standorte. Ihr habt zwei Standorte, genau. Einen in Schleswig-Holstein, in Bad Bramstedt und einen in Bützow. In Bad Bramstedt haben wir uns auf Kälte spezialisiert. Da sitzt auch der Meister für Kältetechnik. Und da ist es inzwischen so, dass wir uns nicht retten können. Die Kunden betteln um Angebote, weil durch die ganze Klima- und Energiekrise und wurden ja viele Verbraucher auch ein bisschen verrückt gemacht und so weiter. Ne? Und es ist einfach so, viele Menschen wollen einfach Wärmepumpen umstellen auf alternative Energie. Und wir verbauen zum Beispiel auch für einen bestimmten Hersteller die Luftwärmepumpen. Also mit denen kann man kühlen und heizen. Und ich sag mal, das ist etwas, was natürlich total angesagt ist zurzeit. Ja. Und wir könnten, ich glaube, doppelt so viel Umsatz machen, also auf dem Gebiet. Es fehlt uns natürlich, wie vielen anderen Unternehmen, auch an Fachkräften. Ne? Also, dass wir da... Wollte ich gerade fragen. Dass wir da die Probleme neue haben. Neue Energie und neue, neue Herstellung. Das muss uns ja auch aus. Immer eine neue Schulung geben. Genau. Irgendwie. Man muss sich ja dafür noch auskennen. Irgendwie, genau. Das ist dabei, aber da arbeiten wir natürlich eng mit den Herstellern auch zusammen, die uns da auch die Schulung anbieten, die wir auch natürlich immer liebend gern annehmen. Und im Bereich der Lüftung ist es ähnlich, dass wir praktisch, dass die Anlagen, die wir vor 20, 25 Jahren eingebaut haben, jetzt zum großen Teil saniert werden müssen auf Energieeffizienz und so weiter. Ja, ja. Ne? Also da sind wir voll dabei. Auftragsbuch ist rappelvoll, also wir haben gut zu tun. Und wir suchen Leute, wir suchen alles. Monteure, Obermonteure, Servicemonteure, alles suchen wir. Wenn wir nicht im Grunde genommen eine Kochsendung sind und eine Talksendung, dann sind wir jetzt auch noch eine, das ist doch hervorragend. Ja, aber warum nicht die Plattform nutzen? Ne? Also genau. Genau. Ihr habt gehört, ne? Und wir haben ein super Klima. Wir haben um darauf wieder zurückzukommen, wir haben ein super Klima. Wir sind ein innovatives Unternehmen. Wir sind gerade mitten in der Zertifizierung. Ja. Machen ganz viel mit unseren Leuten. Also www.kkf-technik.de/karriere. Vielleicht blenden wir es auch nochmal ein, ansonsten guckt ihr euch die Sendung immer und immer wieder an, bis ihr es aufgeschrieben habt. Es gibt ja so Sendungen, ne, wo dann was eingeblendet wird. So, genau. Da gucke ich nochmal in die Mediathek, da wird es ja auch nochmal gezeigt. Genau. Aber ihr habt zwei Standorte, sagst du, aber ihr wollt schon jetzt im Grunde genommen über ganz MV euch verteilen. Wenn du sagst, ihr habt Aufträge in Schleswig-Holstein, der Nachbar. Aber auf jeden Fall, also der Hauptsitz, mein verstorbener Mann hat das Unternehmen gegründet in Schleswig-Holstein 1988. Letztes Jahr haben wir 35-jähriges Jubiläum gefeiert, also ein gestandenes Unternehmen. Und dadurch haben wir eben ganz viele Wartungsverträge, Serviceverträge in Schleswig-Holstein, im Bereich Hamburg, Kiel, Flensburg, ganz viel.
Und im Bereich Lüftung fahren wir, wir würden mit Mecklenburg-Vorpommern überhaupt nicht auskommen. Wir haben die meisten Projekte auch in dem Bereich. Also in Kiel könnten wir normalerweise schon eine Niederlassung aufmachen, weil wir haben ganz viel zu tun in der Kieler Gegend, ja. In Hamburg natürlich ganz viel, auch in der Lüftung. Also unsere Monteure fahren in Bützow Montag früh um 6 vom Hof und kommen Donnerstagabend wieder. Haben immer ein langes Wochenende. Eine Firma, die sehr läuft, wie ich gerade feststellen. Ja, und auch Berlin. Berlin haben wir auch. Also praktisch, ja. Ich sage immer, unser Aktionsradius ist so 200, 250 Kilometer. Wow. Von Bützow aus oder von. Dann von ist klar, dass ihr wahrscheinlich auch noch Mitarbeiter braucht irgendwie, weil das Fall. Muss alles abgedeckt so werden. So ist es. Wahnsinn. Also Klima, Lüftung, also welche, was muss ich mir vorstellen? Krankenhäuser, Schulen, genau. Privat, richtig, richtig. Also Gastronomie? Gastronomie auf jeden Fall auch. Küchendecken und so weiter. Also wir machen, also die, zum Beispiel hier im Ort, wie wunderbar, haben wir mit Technik ausgestattet im letzten Jahr oder anderthalb Jahr ist her. Im Großen und Ganzen sind es Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Krankenhäuser, Anwaltskanzleien. Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall flächendeckend. Flächendeckend. Tierpark in Hamburg, Hagenbeck haben wir das vor vielen Jahren mit KKF. Wow. Das Affengehege ausgestattet mit Klima, also solche Sachen auch. Aber sowas macht man natürlich alle paar Jahre. Alle paar Jahre. Aber ich würde nie darauf kommen, dass da was mit Klima, also weißt du, dass da irgendwie was verbaut ist, was in die Richtung geht. Opernscheune Eutin haben wir gerade gemacht vor 2 Jahren. Dann für Airbus haben wir gerade einen großen Auftrag abgewickelt in Lage. Also war super, super. Läuft immer noch. Der zweite Bauabschnitt kommt, ist ein super Auftraggeber. Also macht Spaß und wir brauchen Leute, dringend. Das haben wir jetzt, den Aufruf haben wir definitiv verstanden, der ist da. Und toll, also ich bin also so lange und vor allen Dingen dann, man erkennt ja Unternehmen auch ein bisschen daran, dass, sage ich mal, die Auftraggeber, die Namen dessen, ne, ist, man kann ja auch sagen, die Firma läuft, aber die Auftrag, also von denen man die Aufträge bekommt, sind halt, ja, aber wenn du so einen Namen auch schon brennst, das muss ja was bedeuten. Ne? Ja. Also steht euer Name auch für Qualität irgendwie und auf jeden Fall. Das Klima, was du gerade angesprochen hast, wir haben ein gutes Klima, du meinst das Arbeitsklima. Ich meine das Arbeitsklima. Ja. Also das Klima zieht sich durch. Es ist kein Kälteklima. Nein, kein Kälteklima, also bei uns ist ein wirklich familiäres Klima. Umgang auf Augenhöhe macht Spaß. Also wir haben wirklich, wirklich. Also wir haben Leute, die sind über 30 Jahre dabei. Das spricht, glaube ich, für uns. Ne? Toll. Also Leute, wenn ihr euch in der Berufssparte auskennt, wenn ihr einen Job sucht, bewerbt euch. Wir werden da auf jeden Fall nochmal eine Verbindung herstellen. Genau. Ich möchte mal ganz kurz erzählen. Ja. Ich habe jetzt sozusagen, du kannst auch mal, es duftet schon. Ja. Also wir haben einfach nur Zwiebeln, lecker. Wir haben Knoblauch und wir haben Ingwer. Ein bisschen angeröstet sozusagen. Mhm. Gar nicht geröstet. Ein bisschen angegangen, dass es glasig geworden ist. Und dann ganz einfach TK-Erbsen. Gibt es überall und gibt es immer. Und sind doch total lecker. Auch gefroren im praktisch, Übrigen. Praktisch, ne? Rein, bisschen anschwenken. Das Ganze jetzt einfach einen Moment köcheln lassen. Dann werden wir gleich dazu Gemüsebrühe. Die könnt ihr euch, ihr könntet theoretisch auch halt Gemüsebrühenpulver nehmen und dann mit Wasser auffüllen. Ihr könnt aber auch, es gibt mittlerweile auch so Gemüsefonds in Gläsern oder so. Das, was ihr im Grunde genommen euch besorgen möchtet oder vorbereitet habt, das wird gleich aufgegossen und dann kommt noch Kokosmilch dazu. Ist für, also es ist so eine, spannend. Ja. Es ist dieser Geschmack. Ja. Ihr werdet es nachher nur sehen. Wir werden es später dann auch noch essen. Es ist ganz einfach, aber auch hier zählt Ingwer zum Beispiel, ist so ein Geschmacksgeber, ist nicht jedermanns Sache. Genauso wie Koriander oder so, das sind ja so die asiatischen Gewürze. Ich weiß nicht, würzt ihr viel irgendwie? Ja, auf jeden Fall, ja. Also für mich gehört das dazu, also, wie du siehst, ne? Also so eine frischen Sachen gibt es mittlerweile überall, sage ich jetzt schon ein paar Sendungen irgendwie. Kauft das, macht das, probiert das aus, weil es kommt doch noch ein bisschen mehr raus als immer nur der stupide Salz. Also wir haben den Koriander zum Beispiel für uns entdeckt. Mein Mann mochte den nie und jetzt haben wir da schon ein paar Rezepte mal ausprobiert. Und wir haben ihn jetzt eigentlich immer da, weil er uns einfach auch schmeckt. Und ganz viel Ingwer. Ingwer ist mein Heilmittel, wenn ich merke, irgendwie da kommt ein Schnupfen oder irgendwas. Kennst du den Ingwer-Shot? Ingwer-Shot? Ja. Den mache ich dann auch.
Ja, ja, machst du, genau. Also machst selber, ja. Machst du es mit Einkoch, also mit Kochen richtig oder nur? Ja, ich habe einen Thermomix und damit okay. Mache ich den. Ne? Ja, ich glaube, das Thema hatten wir das in einer Sendung jetzt. Ne? Es ist ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen unterhalten, so Kochsendung. Es ist hervorragend. Also damals gab es halt einen Herd und einen Ofen und vielleicht dann irgendwann so einen Kombidämpfer. Und jetzt gibt es halt, du guckst eine Kochsendung und in der Küche stehen 4 so eine Thermomix und damit machen die alles. Ja. Ja. Ich muss gestehen, ich habe noch nie damit gekocht. Ja. Ne? Also ich kenne einen, der hat einen, aber noch nie. Also mit Soßen und Pürees. Ne? Und genau das sagt er. Soßen, Suppen und Pürees. Alles Suppen. Das sind Kürbissuppe. Ja, ja, genau. Wunderbar. Und es ist von der Konsistenz bis zum Geschmack und einfach von der Einfachheit reinmachen, anmachen. Genau. Und dann kann man. Also das habe ich noch vergessen vorhin. Suppen ist auch meins. Ne? Also ja, wenn es Suppe gibt, dann bin ich dann sind wir in der richtigen Richtung. Ja, also wie du siehst, nur mit Brühe aufgießen. Mhm. Was ich immer empfehlen kann, ist auch einen Schuss Zitrone mit reinmachen. Es ist einfach die Frische, die Erbse an sich. Das lassen wir jetzt einmal ein bisschen aufstoßen und dann machen wir gleich weiter. Unsere Brote sind im Ofen. Na, er möchte hier eine. Jetzt geht's los. Aber zu diesem ganzen beruflichen und zu diesem seit sehr langem beruflichen auf hoher Ebene braucht man auch immer einen Ausgleich. Und da ich vorhin erzählt habe, was wir Nachbarn sind, du hast einen Ausgleich gefunden. Und es ist, glaube ich, ein Herzenswunsch gewesen oder ein, du möchtest mal was anderes machen. Du besitzt eine Galerie. Genau, seit hier 2 Jahren. Hier in der Hageböcker Straße. Im Mai sind 2 Jahre, genau. 2 Jahre, genau. Ich glaube, ich war dabei. Wir wohnen da jetzt auch schon seit 5 Jahren, seit 6 Jahren und da wurde die eröffnet. Genau. Mein täglicher Arbeitsweg irgendwie zur Arbeit bei euch vorbei, dann mal reinluschern. Kunst. Wie kommt's? Erklär kurz. Also du bist ein Kunstliebhaber? Ja, schon immer gewesen. Immer Kunst, mal durch die Zeit, eben mal mehr, mal weniger. Und es ist so, dass mein Sohn Felix, der wird 35 in diesem Jahr, ist jetzt seit 9 Jahren im Unternehmen. Also auch das noch dazu. Die Nachfolge ist gesichert. Das können nicht alle Firmen von sich behaupten. Da bin ich sehr, sehr froh und glücklich drüber. Okay, du hast sozusagen schon deinen Nachfolger, Nachfolge deinen Sohn, der die Firma... Nachfolge ist geregelt praktisch und Felix soll das Unternehmen weiterführen. Und ich sage immer spaßig, die Galerie ist mein Ausstiegsprojekt, ist mein Herzensprojekt, ist mein Traum. Ich habe mir echt einen Traum erfüllt und ist mein Ausstiegsprojekt, sodass ich einfach sage, ich möchte jetzt einfach so allmählich aus dem operativen Geschäft aussteigen, Stück für Stück in den nächsten 4 Jahren so ungefähr, 3, 4 Jahren, immer ein bisschen weniger vielleicht. Und mich mehr und mehr der Kunst widmen. Das ist einfach etwas, was mir unheimlich Spaß macht und was ich eben auch mit Herzblut und Leidenschaft mache und einfach auch... Kunst. Ich hatte letztens einen Gast aus dem Kunsthaus und haben wir auch sehr viel über Kunst gesprochen. Deine Kunst oder gibt es eine spezielle Kunst, Malen, Bildhauer? Also das, was gefällt. Ne? Also ich sag mal, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber für diese kurze Zeit, muss ich sagen, habe ich jetzt schon ganz schön viele Künstler kennengelernt. Also es ist auch so ein, es spricht sich immer weiter. Ne? Also die Künstler geben das auch weiter. Ist ja wichtig. Auch, ne? Ich bin eben auch so Netzwerker durch meine Tätigkeit als Geschäftsführerin und bin ich absolut ein Fan davon und finde das unheimlich klasse, dass man einfach auch so dieses Netzwerk leben kann. Ja. Ne? Einfach, und davon lebt das eben auch ganz besonders. Ich wollte gerade sagen, ne? Also so Vitamin B und erzählen genau, und so und mal, ist immer total und wichtig. Und ich sage dir mal den noch und ich sage dir den noch und es ist einfach so, ich stelle das aus, bin eine privat geführte Galerie und stelle das aus, was mir gefällt. Ich wollte gerade sagen, also das, was dir gefällt, und hauptsächlich aus. Malerei, Skulpturen, Plastiken. Ja. Jetzt zum Jahresende, das werde ich wahrscheinlich so als feste Größe drin behalten, dass ich zum Jahresende immer so eine Gruppenausstellung mache. Kunst Winter in Güstrow habe ich die genannt. Ja. Und sowas ähnliches gibt es in Tetrow schon lange. Die machen auch so eine Kunstwinterausstellung. Und da sind dann halt, ich hatte jetzt dieses Jahr 10 Künstler. Da habe ich zum Beispiel dann auch Schmuck mit reingenommen zu Weihnachten. Kalender, ich habe ganz tolle Kunstkalender von Christian Heinze aus Potsdam. Da hat sich jetzt schon eine Freundschaftsentwicklung entwickelt. Christian Heinze war der erste Künstler mit Nando Kalweit. Die beiden waren die ersten Künstler, die ich ausgestellt habe. Ja. Nando kenne ich schon über 20 Jahre, weil ich mich eben schon lange dafür interessiere. Ja. Und der hat gerade angefangen, stellt inzwischen in New York, in London und überall aus mit seinen Skulpturen, die ich auch im Fenster habe, die du immer siehst. Ne? Okay. Also wir waren jetzt gerade auf der Art Karlsruhe vor 14 Tagen. Da hat er ausgestellt und da war Kunst Wahnsinn. Ich habe einen ganz anderen neuen Blick auch nochmal bekommen auf die Kunst. Also der hat ausgestellt mit dem Christian Heinze, der ist über 80 und wir besuchen uns gegenseitig. Den haben wir jetzt gerade besucht am Wochenende, waren zusammen im Barberini,
wir haben da die Ausstellung, die Munk, aktuelle Munk-Ausstellung in Potsdam besucht. Und also total klasse. Ne? Also kann ich sehr empfehlen. Also, die läuft noch bis 1. April. Das muss man gesehen haben, wenn man Kunst liebt. Wirklich. Also ich merke schon deine Leidenschaft zur Kunst und allgemein zu der ganzen, auch zu der Galerie im Grunde genommen, weil du hast damit im Grunde auch deinen Ausgleich geschaffen. Ja. Du hast ein, was dich interessiert. Also ich bin Musiker gewesen irgendwie und das war auch so, ja, mein Ausgleich halt. Ne? Also ich konnte in der Musik mich ausdrücken, ich konnte Sachen. Ich habe gemalt auch, ne? Klar, jetzt nicht auf dem Bereich, ne? Aber man hat ja auch so, ne, Kunst ist ja, das hatte ich nämlich letztens auch das Thema, ne? Also es gibt ja so Kunst, wo dann blau, grün und rotes Bild hängt, ne? Und dann sitzen die Leute davor und sind total fasziniert über diesen Künstler, was der da gemalt hat, wo du dann denkst, ist das ein grünes, ein rotes und ein blaues Bild? Also nur eine Leinwand. Aber es gibt für mich halt auch Kunst, also du warst gerade, hast du gesagt, in Potsdam, ne? Also alleine, wenn du in Sanssouci dir Bilder anguckst, das ist für, also das, ich möchte niemandem dazu nahe treten, was Kunst angeht oder Bildhauerei oder weiß ich was, das ist alles wirklich für mich, das ist der Ausdruck dessen Künstler, der möchte das ausleben, er möchte das präsentieren, aber wenn ich da so Gemälde sehe, ne, wo ich dann denke, riesig in Goldrahmen und so, das ist für mich eine Kunst, ne, da jedes Gesicht noch, das ist so meine Art. Ne? Zum Beispiel Edvard Munch, ne, ist ja Norweger, aber habe ich zum Beispiel nicht gewusst und es erweitert auch immer wieder unheimlich den Horizont, finde ich. Wenn du dann liest, der war zum Beispiel, ich weiß jetzt 1872, weiß jetzt gar nicht mehr genau, geboren, war zum Beispiel auch in Warnemünde zur Erholung. Damals, zu der Zeit, hat in Warnemünde Kur gemacht und das habe ich zum Beispiel nicht gewusst und hat tolle Aktfotos auch gemalt von Menschen am Strand in Warnemünde. Ja, okay. Also das habe ich nicht gewusst, bis Samstag zum Beispiel. War total beeindruckt und ich kann das nur, nur bestätigen. Letztendlich ist das, dabei kann ich total abschalten. Also beim Besuch in der Galerie oder Museum, was es auch immer ist, oder ein schönes Konzert besuchen, Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern, sind wir Freunde, mein Mann und ich. Ne? Das ist einfach etwas, was mein Leben total bereichert. Total. Festspiele, frag mal, Musik auch? Also bist du auch ein Musikliebhaber in dem Sinne? Ja, Daniel Hope, ich bin ein Daniel Hope-Fan schon viele Jahre. Also wo der dabei ist. Mit Power ohne Ende? Den habe ich schon in der Elfi erlebt mit meiner Schwester ganz vielseitig, also auch was Musik betrifft. Ne? Ich höre auch mit meinem Mann Simply Red und andere Musik. Okay. Ne? Und ich sag mal, aber auch Klassik halt. Ne? Also das von bis, da sind eigentlich keine Grenzen. Ne? Also ja. Der Tag könnte von mir aus... Ich wollte gerade fragen, gibt es auch Schlafen? Also ist auch ein Thema? Also 4-5 Stunden. Der Körper braucht das aber. Ja, wenn du den Ausgleich mit der Galerie hast und da sozusagen... Genau. Also was kann man sagen, wann habt ihr geöffnet, die Galerie? Ist für jeden zugänglich? Die Galerie ist immer von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Mittwoch öffnen wir von 12 bis 16 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Und am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Okay. Was ich aber noch sagen wollte kurz, was so den Ausschlag gegeben hat, es gibt ja in Güstrow 7 Galerien, ich glaube, das hat Rostock nicht mal. Also jetzt sogar 8 mit Christiane Brusch, die auf dem Markt da jetzt das Kunstatelier auch eröffnet hat. Ich finde das enorm für so eine Stadt, für Güstrow. Das ist auch ein Fund, mit dem wir unbedingt wuchern sollten. Es gibt wir haben ja im letzten Jahr eine gemeinsame Aktion gemacht, dass wir so eine Führung durch alle Galerien gemacht haben. Also ganz toll. War das mit diesem Sprühen auf dem Boden? Das ist die Kunstnacht gewesen. Kunstnacht, da sind wir natürlich auch immer dabei. Und weil mich viele auch fragen, warum Güstrow? Ne? Mhm. Erstmal bin ich eine Güstrower Pflanze, bin in Güstrow geboren. Und Barlach, ich sage immer, wer wegen Barlach nach Güstrow kommt, interessiert sich auch für andere Kunst und so ist das. Jetzt geht es los, jetzt kommen die Touristen und dann macht das einfach Spaß, wenn die Leute kommen. Und bei mir ist es halt so, ich durch meine berufliche Tätigkeit, ich habe natürlich ein Netzwerk von Geschäftsleuten, es kommen Leute zu mir, die Galerie aus Rostock, aus Schwerin, ich sag mal, die kommen auch zu den Vernissagen oder auch zwischendurch und das finde ich total klasse. Und du wolltest aber damit sagen, dass die Galerien untereinander in Güstrow, aber auch, sage ich mal, ihr seid auch vernetzt. Ich trage heute eine Kette hier, die habe ich bei meiner
Galeriekollegin Kerstin Klebenow gekauft, zum Beispiel. Und wir besuchen uns gegenseitig, also die Veranstaltungen, wir unterstützen uns, wir arbeiten zusammen. Wir haben von so einer Kunstmeile geträumt. Und Heike Rösner hatte mich angerufen und hat gesagt, du wolltest doch immer mal und hier ist noch und hier sind Räume. Und dann habe ich mir das angerufen und habe es gemacht. Kunstmeile fand ich so toll, dass ich gesagt habe, da möchte also, ich mit. Also ich merke schon irgendwie, dass das ja noch fast, also vom Erzählen her fast noch ein bisschen mehr Herzblut als KKF. Wobei das natürlich, eine ist natürlich Geschäft und das andere ist, sage ich mal, auch Freizeit. Also und, Leben tue ich von KKF. Ich wollte gerade sagen, ja klar. Galerie, nur, in Anführungszeichen, nur Ausstellung oder kann man bei dir auch Kunst kaufen? Kaufen auf jeden Fall auch. Ja. Also ich verkaufe alles. Also die Künstler Also ich verkaufe die Kunst, die ich ausstelle. Also in der Regel, ich sag mal, ich habe jetzt im Moment habe ich eine Ausstellung laufen, Hans W. Scheibner und Anna Martha Napp. Das sind Vater und Sohn. Anna macht die tollen Skulpturen, die Pferde, die macht Medaillen, die ist ausgezeichnet worden für ihre Medaillen. Das habe ich gesehen. Genau. Ja. Und Hans Scheibner, der Vater, der macht ganz tolle Ölporträts. Das stelle ich gerade aus. Und der ist aber nicht nur Maler, der ist auch Intendant und Puppenspieler gewesen. Der ist über 80. Okay. Und auch diese Leute begeistern mich, die in diesem hohen Alter noch so kreativ sind jeden Tag. Ja. Und Hans ist, Hans wird 80, Christian ist über 80 aus Potsdam. Und da stelle ich, auf der einen Seite sind, wenn du mal drauf achtest, sind Puppen drin. Ja, genau. Und die verkaufe ich nicht. Also die sind nur, um einfach auch das Ganze, ich sag mal, Portfolio zu zeigen, was kann Hans, habe ich auch die Puppen mit reingenommen, die nicht verkäuflich sind. Ne? Also die zeigen wir nur. Und er hat ein musst du mal reinkommen, der hat im Zwischenflur hängt ein großes Werk von Hans, 180 Porträts. Da hat er so im Quadrat, so klein, 180 Porträts in ein Bild gebracht. Das sind alles Wegbegleiter seiner Künstler. Er ist über 60 Jahre Künstler. Und da sind die sämtlichen Wegbegleiter. Also ein tolles Werk, das ist natürlich, wenn da einer viel Geld für bietet, würde er das vielleicht verkaufen. Aber ich würde es nicht verkaufen und das ist bei mir auch nicht als verkäuflich zu haben. Also, aber ganz tolle Bilder. Kommt rein, guckt euch das an. Eine super Ausstellung, die läuft bis 20.04. noch. Ich wollte gerade sagen, es klingt ja ein bisschen doof, wenn ich sage, es ist mein täglicher Arbeitsweg und gehe am Schaufenster vorbei, aber ich war noch nie drinne. Aber nach dem Aufruf, und wirklich, es ist jetzt kein Erzählen, ich werde mal reinschneiden. Schön, würde mich freuen. Ich finde es interessant. Für mich selber war mal jahrelang ein Traum, weil das Thema Kunst, Gastronomie, Essen mit Kunst, gibt es ja auch ein paar Läden, die das so ausstellen, aber auch Musik. Also ich wollte immer sozusagen selber mal ein Lokal, eine Kneipe, ein Restaurant haben, wo sozusagen Kunst im Vordergrund steht, das Essen als Kunst im Vordergrund steht. Gar nicht jetzt mit Pinzette anrichten und irgendwelche Soßenspiegel ziehen, sondern wirklich Essen, Kunst, aber auch Musik. Dass immer mal eine kleine Plattform ist für, wenn einer kommt und was mitbringt, setz dich hin, mach. Das kann ich dir sagen, habe ich bei jeder Vernissage. Kunst? Musik und Essen. Also ich sag mal, schöne Canapés oder. Und das ist natürlich, das sind immer Highlights. Ne? Ja. Jetzt am 15. März zum Beispiel habe ich ein Künstlergespräch nochmal mit Hans und Anna. Da kommt eine Kunsthistorikerin aus Hamburg und führt das Künstlergespräch und da wird dann auch ein Glas Wein und so weiter gibt es dann. Also schon auch so ein bisschen... ja, eine Verbindung von anderen Kunstarten. Auf jeden Fall. Ne? Also solche Sachen mache ich auch. Auch mal eine Lesung, auch mal eine lyrisch-musikalische Lesung habe ich schon gemacht im letzten Jahr. Mit Ditte Clemens mache ich ganz viel. Ne? Die ist ja Schriftstellerin hier aus Güstrow. Viele Namen. Also, genau. Aber Güstrow erkennt Ditte auf jeden Fall. Ne? Und es macht unheimlich Spaß. Also ich würde gerne noch mehr machen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich wollte gerade sagen, also noch mehr machen, also dann braucht dein Tag wirklich irgendwie rund um die Uhr und gar keinen Schlaf mehr. Genau. Toll, also total interessant und total viel Information. Und wie gesagt, ich werde wirklich mal vorbeischneiden. Und reinschneiden. Das wäre toll, mich freuen. Ich habe in der Zeit einfach jetzt ein bisschen weiter gekocht. Ich hoffe, sehr gut. Wir haben so die Erbsen. Duftet lecker. Ja, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen. Also wir haben es mit Brühe aufgegossen, wir haben Salz, Pfeffer dran. Wir haben dann Kokosmilch rangemacht. Und jetzt ein kleiner Trick. Es gibt ja immer so, dass die Erbsen werden halt grün, werden ja dann irgendwann so dunkel. Ne? Ah ja.
Es gibt Kaisernatron, ne? Den kann man da so ganz bisschen reinmachen. Das ist halt so, ne, ein kleines bisschen schön, rein. Schön und das wird wirklich, ne? Also es ist teilweise ja schon abnormal grün. Es ist so ein Aliengrün. Aber es ist, es tut der Sache jetzt, also es ist nichts Schädliches oder weißt du was, es ist einfach nur eine Farbgebung halt. Ne? Und das Ganze wird im Grunde dann durchgekocht, dann wird es püriert. Man kann es jetzt noch ein bisschen einkochen lassen. Wir werden noch, wenn du noch hast, haben wir noch ein kleines Stückchen Butter reinmachen. In dem Fall Knoblauchbutter ist überhaupt nicht schlimm. Und dann ist es im Grunde genommen, also du kannst es im Winter essen, Suppe. Ne? Wenn du sagst, du isst auch gerne Suppe mit dem Thermomix oder auch so. Nicht aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du auch weißt, wie Suppen so gekocht werden. Genau. Ganz ehrlich. Und es ist die Zeit, sage ich mal, jetzt. Es ist auch im April noch irgendwie frisch und kalt. Ist gerade aktuell auch wieder so. Suppen gehen immer. Das ist und so. Es werden viel so. Zu wenig gegessen. Also in meinen Augen. Bei uns Augen. Nicht. Ja, bei aber ne, nicht. Also die Leute machen sich keine Suppe mehr. Mhm. Genauso kannst du die aber wunderschön im Sommer essen. Das ist wirklich so eine Frische halt. Ja. Ja? Mhm. Durch den Ingwer, durch die Zitrone. Soll ich so. Mal gucken, was die... Ja. Die sehen gut aus, glaube ich. Ja, dann hole ich sie gleich schön, raus. Schön goldig schon. Wir richten jetzt mal an. Ganz, worauf ich jetzt gerade noch raus wollte, es ist keine Sahne dran. Es ist wirklich jetzt nur, es sieht jetzt natürlich im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen dünn aus, aber ich finde, eine Suppe muss nicht immer pampig dick sein, in meinen Augen. Die werde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich nachkochen. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Mhm. Ihr könnt jetzt im Grunde genommen hier so ein bisschen auch einen Kräuterschmand drauf machen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch kleine Croutons im Grunde genommen, nicht Croutons, die haben wir im Grunde genommen als Brot, sondern Speckwürfel oder so könntest du jetzt auch anrösten, wenn du jetzt nicht auf Fleisch verzichten möchtest oder so. Aber alles machbar. Das Wichtigste ist ausprobieren. In meinen Augen, guck, und dazu gibt es jetzt schöne Krosse und Parmesan und Knoblauch. Ich rieche gerade nicht so gut, also von der Nase her, aber das kommt durch, ne? Also oder? Diese, nee, ja. Es ist schon kräftig, muss man sagen. Ne? Ja, ja. So, dann vielleicht noch einfach ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Olivenöl über die Brote, damit sie auch noch ein bisschen glänzen. Und schon ist das Ganze eigentlich ein feines, kleines Gericht. Oder? Kann man sagen. Sehr gut. Wir werden es jetzt aber nicht essen, weil es tropft uns bestimmt dann irgendwie voll. Und glaube mir, von der Arbeit weiß ich, dieses Grün geht aus Kochjacken ganz schlecht raus. Okay. Wir haben bei uns im Laden sowas ähnliches mit, ich glaube, du hast es schon mal gegessen, so ein Kokos, ein Erbs-Kokosstampf irgendwie mit Lachs und Garnelen und so. Jetzt weiß ich auch, warum das so schön grün war. Das ist der Trick. Oh Gott, ich habe mich verraten. Oh. Aber genau deswegen ist es so. Und was ich aber sonst bei euch sehr gerne esse, das ist ein Süßkartoffelstampf mit Kichererbsen. Ja, genau. Und Feta, verschiedenen Toppings, Parmesan. Meistens esse ich das. Ja. Ja. Es ist auch wirklich ein auch mal Gericht, ohne Fleisch was bei uns wirklich gut läuft, weil es halt auch die vegetarische und wir machen es auch als vegane Variante. Und auch darauf muss man ja dann einfach auch mal zukommen, dass man so eine Sachen halt auch mal macht. Das ist halt einfach so. Martina, es hat mich super gefreut. Es war total spannend und ich wünsche dir für alle deine Sachen ganz viel Erfolg. Toi, toi, toi. Vor allen Dingen auch, dass dein Sohn im Grunde genommen dir das irgendwann abnimmt, sodass du deiner Liebe der Galerie, der Kunst im Grunde genommen noch mehr Zeit zubringen kannst. Und ihr habt es gehört, für die Firma, es wird noch Personal gesucht. Und vielleicht machen wir wirklich noch mal so einen Aufruf. Es würde mich freuen, wenn da vielleicht was drüber zustande kommt. Genauso wie ihr im Grunde genommen uns einfach mal schreiben sollt, Anregungen, nachkochen oder ihr habt selber mal Ideen irgendwie, was ihr gerne kochen würdet oder ihr werdet sogar mal Gast hier am Herd und wir kochen das zusammen. Würde mich sehr freuen, ich hätte da total Lust drauf. Schreibt uns einfach unter der eingeblendeten Adresse und dann kommen wir vielleicht irgendwie zusammen. Es würde mich sehr freuen. Martina, ich danke dir vielmals für deinen Besuch. Ich danke dir. Wir sehen uns in der Galerie. Hat mir Spaß gemacht. Das freut mich sehr, drauf. Auch wenn du jetzt nicht so viel kochen musstest, aber wir können, also ich finde, man kann dann viel auch, wir machen sozusagen Koch Trash Talk, nennen wir es so. Genau. Ne? Das ist doch gut. Toll. Also, liebe Leute, bleibt gesund, alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, auch von meiner Seite. Alles Gute. Ciao. So.